Hallo ihr Lieben, wir sind auf Zeche Zollverein in Essen-Katernberg und hier stehen so einige Loks, quasi fast drei Stück. Und wir haben es hier mit einer Meterspur SIG-Akkulokomotive vom Typ B12 LX Ensdorf zu tun. Sie hatte ein Gewicht von 12 Tonnen, andere Quellen sprechen von 12,5 Tonnen. Alleine der Akku wog 4 Tonnen. Das muss man sich mal vorstellen. Hoppala, jetzt bin ich fast eingebrochen. Haha, kleiner Scherz. Die Anhängerlast war 125 Tonnen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist eine richtige Menge. Und die konnte 4 Meter die Sekunde fahren. Das sind 14,4 km/h. Hier, da ist noch richtig viel vorhanden. Das möchte man sehen. Bereit zum Restaurieren. Ha. Schön, oder? Die alten Schilder noch, die Warnschilder, die Bezeichnung hier. Was läuft da eigentlich für ein Stromgrad? Und wenn man sich auf den Sitz setzt... Hoppala. Hier der Blick nach draußen. Stellt euch vor, wir wären jetzt auf einer Strecke. Hier mal von draußen nach innen. Ist wirklich schön anzusehen. Im Sommer ist hier auch kein Eis und schon gar kein Wasser. Also das ist dann da begehbar alles. Heute nicht so. Ich muss da echt aufpassen. Ich bin hier gerne auf Zeche Zollverein. Ist ja für jeden Touristen das Wichtigste hier. Ne? Ruhrgebiet, Montanindustrie. Aber ich empfehle euch auch das Muttental und auch die kleineren Heimatvereine, die mit Bergbau eng verbunden sind. In jeder Stadt gibt es die quasi. Es gibt überall alte Brachgelände von Zechen. Schaut sie euch an. Das ist Geschichte zum Anfassen. Hier ist nochmal die andere Seite zu sehen vom Fahrerhäuschen, was wir vorhin gesehen haben, quasi identisch gebaut. Ich bedanke mich, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Adieu.